wird es eine Trainerrolle oder wird es eine Spielertrainerrolle bei also der Also geplant ist Trainer. Ja, ja. Wir haben große Kader, wir haben momentan noch 6, 7, wo fehlen, ja. Auch sagen wir, Leistungsträger. Ja. Wenn die alle mal da sind, jetzt am Wochenende sind 4 Stück wieder da und die 2, 3 verletzen. Und ich denke, da haben wir schon eine gute Karte für die A-Klasse. Wir müssen immer sehen, wo wir spielen. Ja. Klar, jetzt haben wir 2-mal gegen Verbandsligist, heute gegen Gruppenligist gespielt. Aber wir müssen immer auf Teppich bleiben. Wir spielen nächstes Jahr in der A-Klasse. Das ist halt vielleicht manchen Leuten noch nicht bewusst. Okay, ich meine, 2 Niederlande, 3 Niederlande. Ja, klar, ärgerlich. Dann kommt es ja jetzt zum Showdown gegen KSV. Das ist genau. Ja alle Gäste. Genau. Und heute hat man gesehen, bei der Germania ist der Trainer Alexander Lorenz auch 90 Minuten im Trikot gewesen. Genau. Ist es denkbar, dass der Günther Aydin auch mal 90 Minuten bei der Degino im Rödermark-Turnier gesehen ist? Rödermark-Turnier definitiv nicht. Definitiv nicht? Definitiv nicht. Aber für die Liga schließt das nicht aus? Nee, ja. Das kann, habe ich immer gesagt, wenn es nicht läuft, wenn es irgendwann mal nach meiner Vorstellung nicht läuft, jetzt auch anders, glaube. Gut, jetzt eine andere Frage, die Zielsetzung von der TG. Zielsetzung. Letztes Jahr abgestiegen wieder, ja, ein Jahr. Unsere Zielsetzung ist ganz klar, unter den ersten 5 dabei zu sein. Also mitfahren an der Spitze, mitzujubeln, genau. Um zu gucken, vielleicht auch den Wiederaufstieg zu schaffen. Wenn es möglich ist, aber geplant ist es nicht, ja. Mhm. Aber wir wollen schon einstellige, gute Tabellenplatz, aha, mit der Mannschaft erreichen. Wir müssen sehen, wir haben komplett neue Mannschaft. Wir, ja, haben 9, 10 neue Zugänge. Ja. Und da geht erstmal dran, dass man immer mannschaftlich das Team, genau, bildet erstmal, Team, dass bildet, Geschlossenheit, genau, aufkommt, genau, und. Na gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg, mein Dankeschön. Lieber.